Jetzt zu einem Mann, der wirklich sehr zu beneiden ist. Sascha Grabo aus Wolfsburg hat mit seinen blauen Augen fast schon die ganze Welt gesehen. Seit 24 Jahren liebt der 42-Jährige das Abenteuer. Mittlerweile ist er in seiner Altersklasse der meistgereiste Mensch auf Erden. Und was der Weltenbummler unterwegs alles erlebt hat, das hat er Dagmar Mannherz und Sophie Riele erzählt. Einmal rund um die Welt und zurück bitte. Von 194 gelisteten Ländern hat er 173 bereist. Mit 18 Jahren schmiss Sascha Grabo die Schule und reiste zum ersten Mal quer über den Globus. Auf seinen zahlreichen Touren hat der 42-jährige Fotograf über 30.000 Fotos geschossen und eine Menge erlebt. In Indien sind wir im Überlandzug nach Bombay reingefahren und 12 Stunden die Nacht. Und zum Schlafen gab es eigentlich nur oben diese Ablagen fürs Gepäck. Und da haben wir uns da oben reingeklemmt und dann, als wir morgens aufgewacht sind, waren wir kurz vor Bombay und auf einmal war das so eine Metro geworden, so ein Commuterzug. Und unten waren halt alle, also proppen voll, nur Kopf an Kopf. Wir lagen da oben bequem in den Gepäckablagen und das war auf einmal totaler Luxus. Extreme Situation auch in der Arktis. Wir sind allerdings auch reingesprungen ins Wasser in der Antarktik. Das hat also 1 Grad, das Wasser. Das war natürlich ein anderes Erleben. Da springt man rein. Ich wollte dann noch ein bisschen, ich will nicht sagen übertreiben, aber ich wollte 1, 2 Kraulzüge machen. Und dann auf einmal ging das dann durch und durch, dann umgedreht. Und auf einmal war das wegen der Strömung, waren das auf einmal 7 Züge zurück und so. Und ich wollte nur noch schnell wieder hoch in den Bademantel rein. 17 bis 19 Monate ist der Abenteurer bei jedem Trip auf Achse. Das Startkapital verdient er mit seinen Fotoausstellungen und Kampagnen für Amnesty International. Auf Tour ist der 42-Jährige ein Allrounder. In der Karibik war er Matrose, in Usbekistan Englischlehrer und in Kasachstan hat er als Flugzeugüberführer sein Reiseproviant verdient. Was ihm den Nervenkitzel bringt, bereitet seiner Mutter oft Sorgen. Die ersten Jahre hat man sich sehr viel Gedanken gemacht, weil man da auch selten von ihm gehört hat. Er schickte hin und wieder Ansichtskarten von der iranischen Stadt Bambam zum Beispiel und so. Aber es waren Ausnahmen, dass er mal was geschickt hat, gell? Und Telefon ist ja immer sehr, sehr teuer. Nach jedem Trip landet der Weltenbummler wieder bei seiner Familie. Seine Mutter und seine Großmutter sind die einzigen Frauen in seinem Leben. Eine Freundin lässt das Reisefieber nicht zu. Auch materielle Dinge sind dem Weltentdecker nicht wichtig. Er begeistert sich vielmehr für seine zahlreichen Mitbringsel. Was habe ich so von meinen Reisen dabei? Zum Beispiel Zigaretten aus Patagonien, Südargentinien. Eine Library-Karte von der Library of Congress in Washington D.C. Geldbeutel aus Schweden. Mein Zettel hier, ungefähr 10 Jahre alt. Welche Länder mir noch fehlen? Sascha Grabo ist vor allem von den Menschen, die er trifft, fasziniert. In 24 Jahren hat er sich ein wahres Reisenetzwerk aufgebaut und ist in vielen Ländern zu Hause. Seine Heimat verliert er dennoch nie aus den Augen. Das ist bei mir irgendwie so 1,5 Jahre, das ist eine gute Zeit. Dann ist es auch wieder was Besonderes, nach Hause zu kommen. Ja? Und man kann sich dann auch wieder für einen neuen Trip eigentlich den Kopf frei machen und eigentlich ganz abschalten und was ganz Neues wieder planen. Ne? Im Grunde läuft die Planung dann so zusammen mit dem Ankommen, stellt man dann den einen Rucksack weg und macht sich von mir jetzt einen ganz neuen Rucksack, wo auch wieder andere Sachen drin sind und dann fängt sozusagen wieder ein neues Ding an. 2 Wochen ist Sascha Grabo nun schon wieder daheim, aber langsam packt ihn wieder die Reiselust. Und dann heißt es nix wie weg. Reiseziel unbekannt.